Ja, wir haben 15:30 Uhr. Liebe Webinarteilnehmer, herzlich willkommen zum Standard-Webinar mit dem Thema energieeffizientes Bauen mit Raumklimadecken, Heizen und Kühlen am Beispiel der Dennert-XTERM-Vollmontagedecke bzw. dem Dennert-Klimaprofil. Gestatten Sie mir vorab ein paar Worte, bevor wir in das Webinar einsteigen. Ich würde mich ganz gern kurz vorstellen. Mein Name ist Christoph Wirth. Ich bin seit mittlerweile über 30 Jahren für das Unternehmen Dennert tätig und ja, ein überzeugter Verfechter von thermoaktiven Bauteilen, hier insbesondere die Decke. Mein Partner bei dem Seminar ist unser Florian Zösch. Flori, vielleicht sagst du mal ganz kurz ein paar Worte zu deiner Ja, Person. hallo. Hallo an alle Webinarteilnehmer, auch von meiner Seite. Mein Name ist Florian Zösch. Ich bin Bautechniker und Energieberater bei der Firma Dennert, seit vielen Jahren mit im Boot. Und ebenso wie der Herr Wirth ja bereits schon für sich es erklärt hat, ein Verfechter der Raumklimadecken. Prima, vielen Dank, Florian. Vielleicht noch vorab zwei organisatorische Sachen. Wir schalten den Chat, damit Sie dann auch Fragen stellen können, nach Beendigung der Präsentation frei. Dann erwarten wir Ihre Fragen, die wir selbstverständlich gerne beantworten. So, ich denke, wir starten. Es wird Zeit, dass wir ins Thema reingehen. Die heutige Denkweise, Florian, gerade du als Energieberater, glaube ich, kannst du sehr gut darlegen. Lass Ja. doch mal hören, wie wir die erfahren. Ich denke mal, mehr und mehr in den Vordergrund rückt immer mehr das Thema Energieverbrauch, Energieeffizienz. Das ist die heutige Denkweise einfach, die dahin gehen muss, dass wir unsere Gebäude, unsere Ausstattung der Gebäude einfach effizient wie möglich gestalten. Dafür gibt es ja viele Systeme. Eins davon werden wir ja heute ja den Webinarteilnehmern vorstellen. Und dann kommen wir dazu, die Entscheidungen, die zu treffen sind, eben um effizient zu bauen, die sind eben von uns Planern. Bezeichne uns jetzt mal als Planer in der Planungsphase, sage ich mal, schon ganz entscheidend zu treffen. Florian, du hast gesagt, Planung. Wenn ich mich daran erinnere, in den ersten Jahren bei Dennert, da hatten wir den Plan oder bekamen wir den Plan fix und fertig und haben daraufhin die Decke konstruiert. Heute, wenn Ja. du dich erinnerst und du als Energieberater weißt es sicherlich noch viel besser als ich, sind wir schon viel, viel früher im Entscheidungsprozess. Und je früher man natürlich uns beim Entscheidungsprozess mit dazu nimmt, desto leichter läuft das Ganze dann hinterher ab. Insbesondere beim Thema Kühlen, aber ich denke, da kommen wir dann später noch drauf. Genau, denke auch, ja. Ja, Florian, Energieverbrauch. Wer verbraucht in Deutschland die meiste Energie? Ich war überrascht, als du mir diese Folie gezeigt hast. Es Ja, sind die das ist Haushalte. eine Folie oder eine Grafik von der DENA. Hier geht es um den Endenergieverbrauch und wir sehen, dass auf die Haushalte von den 30%, die insgesamt auf die Haushalte abfallen, wir immer noch 75% hernehmen oder verbraten, sage ich ja mal auf gut Deutsch, für die Raumwärme. 75%, das ist für mich eine relativ hohe Zahl, die wir mit Sicherheit noch in die richtige Richtung korrigieren können. Richtig, das ist ein Riesenanteil, wo wir, denke ich, jede Menge Optimierungsbedarf haben. Und ich das vorwegnehmen, ich glaube, mit unseren thermoaktiven Bauteilen auch eine tolle Antwort drauf haben. Ja, die Erfahrung, die wir gemacht haben, dass wichtige Entscheidungen recht frühzeitig bereits in der Planung zu treffen sind. Je früher man hinzugezogen wird, desto besser kann man sich abstimmen, desto optimierter ist das Ergebnis für den Bauherrn. Florian, du sagst immer, eine gute Gebäudehülle ist wichtig. Ja, definitiv. Ich denke mal, der Begriff U-Werte ist jeden heutzutage, der mit dem Bau irgendwo zu tun hat, ein geläufiger Begriff. Die haben wir ganz gut in der Planungsphase natürlich optimal zu berechnen. Haben wir gut im Griff. Dann die Wärmebrückenkataloge gibt es ja massenweise. Auch hier, glaube ich, sind wir ganz fit. Und dann kommt als nächstes auch farblich extra abgegrenzt von der Gebäudehülle und von der Vermeidung von Wärmebrücken eben das energieeffiziente Heiz- und Kühlsystem. Ganz wichtig, Christoph, wir haben Sie hier mit in die Folie mit aufgenommen. Kühlsystem. Wir sprechen Richtig. hier von einem System, das sowohl als auch.
Genau, mit einem System, das wollen wir nochmal betonen, Florian, ein Rohrnetz integriert in einem Bauteil, mit dem man sowohl im Winter sehr angenehm, mild, ich sage mal, well-balanced Fühling heizen kann, die Räume einfach angenehm warm machen kann und auf der anderen Seite im Sommer mit dem gleichen Netzwerk im Rohrnetzwerk in der Decke, im Betonteil, durch das Durchfließen von etwas kühlerem Wasser ein wahnsinnig angenehmes, mildes, well-balanced Feeling im Sommer hat. Genau, richtig. Und da sind wir eben bei der Auswahl, bei der Entscheidungsfindung eben zum Heiz- und Kühlsystem und eben auch für die Brauchwasserbereitung möglichst energieeffizient für unsere Kundschaft, für unseren Bauherrn zu denken. Richtig. Ja, wir beide sind eigentlich schon alte Dennerhasen, wenn ich das mal so nennen darf. Wir haben eine Folie entwickelt, zwei Fachbereiche, die belegen eigentlich sehr schön die Entwicklung. Wir kommen ja eigentlich aus der Bautechnik, Florian, das weißt du als Bautechniker noch besser als ich. Jawohl. Dort geht es um Spannweiten, um Nutzlasten, Einzellasten. Das haben wir alles gut im Griff. Und urplötzlich, wie wir dann begonnen haben, uns mit thermoaktiven Bauteilen zu beschäftigen, kommt die Gebäudetechnik dazu. Und das war, Genau. glaube ich, ein Riesenschritt, uns darauf einzustellen, umzustellen. Aber ich behaupte, mit unserer mittlerweile weit über 15-jährigen Erfahrung haben wir eine sehr, sehr hohe Kompetenz, nicht nur innerhalb unserer Breitengrade. Wir kommen dann später noch mit einer Folie drauf zurück. Wir waren ja auch schon in den noch wärmeren Ländern, um das Thema Kühlen dort etwas ja, voranzubringen. Und haben uns da sehr viel Kompetenz, denke ich, angeeignet. Diese Bautechnik und diese Gebäudetechnik, Florian, wie zwei Zahnräder greifen ineinander. Darum möchte ich nochmal darauf hinweisen, es ist für alle von Vorteil, je früher man sich zusammensetzt, desto besser kann man die Planung abstimmen, desto besser kann man auf Einzelheiten, auf Wünsche des Bauherrn eingehen, um dann dort wirklich ein optimales Ergebnis letztendlich für den Bauherrn, für den Bewohner, zu erzielen. Oder bist du anderer Meinung als Energieberater, Florian? Nein, absolut richtig, Christoph. Ich meine, jedes System hat seine Besonderheiten, seine Kniffs, die man, seine Vorteile, die man natürlich besonders hervorheben muss. Und da gilt es einfach, einerseits die Bautechnik und die Gebäudetechnik zusammenzubringen und diese Zahnräder, die sich hier ineinander schön schließen, genauso sollte es funktionieren, um zum Schluss energieeffizient zu arbeiten. Genau, perfekt. Ja, Florian, ein Merksatz in der Gebäudetechnik, der lautet. Ja, ein optimales Zusammenspiel. Jetzt kommen wir zu drei weiteren Punkten. Wärmeerzeuger, dann die Wärmeverteilung im Gebäude und auch das Übergabemedium. Auch hier wieder das optimale Zusammenspiel garantiert eine maximale Effizienz der Gesamtanlage. Gerade hatten wir Richtig. noch zwei Komponenten. Jetzt sind wir schon bei weiteren drei Komponenten, die ineinander greifen müssen, um eben maximale Effizienz aus der Anlage herauszuholen. Richtig, genau. Ja, und auch das sind wieder die typischen Zahnräder, die ineinander greifen. Je besser das Ganze ineinander greift, desto ja, flutschiger wird das Ganze einfach. Und wir sind ja eigentlich mittlerweile bereits bei der Wärmeverteilung im Boot. Das heißt, über unsere Flächenheizung, Flächenkühlung, über das thermoaktive Bauteil haben wir einen ganz entscheidenden Einfluss, was die Wärmeverteilung anbelangt. Und für die Wärmeübergabe garantieren wir in dem Moment, wenn wir unsere Serviceleistung, den hydraulischen Abgleich, zu dem Punkt kommen wir ja später auch noch, Florian, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der wird eigentlich noch viel zu Absolut. sehr vernachlässigt. Wenn wir dann Leider. diesen hydraulischen Abgleich machen, dann ist auch die Wärmeübergabe oder in Anführungszeichen die Kühlübergabe natürlich garantiert. Ja, was ist denn mit dem menschlichen Wohlbefinden? Weil ich denke, Florian, wir können noch so tolle Systeme anbieten. Eins ist doch entscheidend. Wenn der Mensch, der sich in dem Gebäude aufhält, in dem Gebäude lebt, ja seine Kinder großzieht, wenn der sich in dem Gebäude nicht wohlfühlt, dann nützt die schönste Anlage nichts, das schönste System nichts, weil dann ist es einfach nicht menschengerecht. Und das Genau. menschliche Wohlbefinden, Florian, das hängt ja ab von Wärme. Richtig, Christoph. Das Wohlbefinden steht über allem. Unser Kunde und der Nutzer des Gebäudes, der muss einfach dieses Wohlbefinden haben, was für ihn Grundvoraussetzung ist ja im Endeffekt, wenn er sich mit uns in die Planungsphase begibt. Die müssen wir ihm schaffen. Und da ist eben Wärme nicht gleich Wärme. Das kann man ganz deutlich spüren auch. Dann wichtig dazu ist, um ein Wohlbefinden herzustellen, eben die Temperaturverteilung in dem
einzelnen Räumen oder im Gesamtraum, sage ich mal. Das Behaglichkeitsempfinden ist abhängig von der Temperaturdifferenz zwischen Bauteiloberfläche und Raumtemperatur. Diese klassischen Zugerscheinungen, die dann entstehen bei 4 Kelvin Differenz. Und was auch belegt wurde, die niedrigen Temperaturen erzeugen ein behagliches Raumklima und fördern die Leistungsbereitschaft des Menschen. Wir kommen da ganz zum Schluss oder ziemlich zum Schluss nochmal drauf, Christoph. Richtig, richtig. Wenn wir bei der Kühlung sind, eben eine niedrige Temperatur oder eine angenehme Temperatur fördert auch die Leistungsbereitschaft, wie wir inzwischen ja von unseren Kollegen aus dem technischen Büro auch mehrfach erfahren haben. Richtig, nicht nur aus dem technischen Büro, das ist ja ein Thema, das wir dann gesondert nochmal behandeln. Wir haben selbst, werte Webinarzuhörer, wir haben selbst in unserem technischen Büro eine riesen Fläche nachträglich mit einem thermoaktiven Bauteil ausgestattet, auch zum Kühlen. Wir können deswegen oder berichten dann später darüber auch nochmal ganz kurz. Ich möchte nochmal darauf zurück, Florian, das menschliche Wohlbefinden ist abhängig von der Temperaturverteilung und ich kann wirklich mit Fug und Recht und mit Stolz behaupten, alle, selbst die, die am Anfang sehr kritisch dem System gegenüberstanden, thermoaktives Bauteil, Decke, warum über die Decke, wissen wir ja alle, dass diese Fragen kommen, haben hinterher gesagt, gut, dass ich mich für die Denner DX-Thermdecke entschieden habe. Sei es jetzt zum Heizen oder sei es zum Kühlen. Aber Florian, warum denn über die Decke? Was spricht für die Decke? Und ja, kann denn das funktionieren? Also wenn ich jetzt das Bild mal anschaue, was ich gerade auf dem Bildschirm geworfen habe, ich meine, du hast vielleicht so ausgesehen, ich habe mit Sicherheit auch so ausgesehen, wie damals unser Chef Heinz Denner zu uns kam und hat gesagt, Freunde, wir haben jetzt ein integriertes Rohrnetz in der Decke, damit kann man heizen und kühlen. Ich denke, dieses Bild ist wirklich symbolisch dafür, wie wir zuerst gedacht haben, aber aus einem Saulus wurde dann ein Paulus. Richtig, ja. Ich denke, so schauen auch viele unserer Kundschaften, die wir beraten dürfen, zunächst auf. Deswegen gilt es ja, hier Aufklärung zu leisten, die Funktionsweisen zu erklären. Und das ist ja eigentlich relativ simpel, die Funktionsweise, die sich ja an der Natur annähert oder sich anlehnt. Und deshalb auch ein guter Merksatz, wo wir in den Einstieg damit finden können, ist vom Dr. Döring von der RWTH in Aachen. Und zwar hat der Herr Döring den schlauen Satz von sich gegeben, die Möglichkeit über Geschossdecken das Raumklima zu beeinflussen, sind erheblich. Ihre Wirkung ist nahezu unabhängig von der Raummöblierung, was bei Wand- oder Bodenflächen nicht gegeben ist. Das bedeutet, Störfaktoren an der Decke haben wir keine und wir nutzen die größte Nettofläche. Richtig, bestenfalls eine Lampe haben wir, Florian. Mehr haben wir ja nicht an der Decke. Die Lampe, die wollen wir jetzt mal prozentual gar nicht mit einrechnen. Ich glaube, das schaffen weder du noch ich mit unserem Taschenrechner und mit dem Bleistift. Genau. Sondern einfach ganz klar darzustellen, wir wollen die größte Nettofläche, die dauerhaft größte Nettofläche im Raum nutzen, um eben den Raum zu temperieren. Mit möglichst wenig Energieaufwand. Das ist immer das Credo, was dahinter steht. Klar, so, jetzt sprechen wir die ganze Zeit von den Decken. Was haben wir denn für Deckenvarianten, Florian? Ja, das Klassischste, was wenn wir vom thermoaktiven Bauteil sprechen, ja, ist immer das Erste, was jemandem in den Sinn kommt, ist die Bauteilaktivierung. Das ist der klassischste Fall, sage ich immer. Eine Betonfläche wird mit einem mittigen Rohrregister eben verzogen. Dort wird das erwärmte Wasser, das Heizwasser eben durchlaufen und das Bauteil wird sich somit erwärmen. Aber zunächst nur das Bauteil. Relativ träge, relativ langsam und dann wird die umgebenden Räume eben mit der hier zufließenden Wärme wird's abgegeben. Richtig. Unsere Denkweise war ja vor Anfang an ganz anders. Richtig. Wir sind ja sehr stark im Wohnungsbau tätig, auch im Bürobau. Und dort erwartet man eigentlich kein träges System. Wenn man was erwartet, dann ist es natürlich ein flinkes System. System, das individuell und unabhängig voneinander geregelt werden kann. Das war der Ansatz bei uns. Und da kam unsere DX-Decke, die wir schon seit Mitte der 70er Jahre produzieren, eigentlich gerade recht, weil die eigentlich alle Vorteile bietet, um wirklich ein flinkes System zu ermöglichen. Ja, unsere Denner DX-Thermdecke, ich stelle sie vielleicht ganz kurz mal vor. Ich habe einen kleinen Deckenabschnitt. Sie sehen jetzt ein kleines Deckenmuster und unten, dort wo jetzt die roten Pfeile hängen bleiben, dort sieht man das Rohrnetz. Dieses Rohrnetz ist integriert
Und durch dieses Rohrnetz, so wie du es vorhin erzählt hast, Florian, läuft entweder, jetzt achte mal auf die Worte bitte, lauwarmes Wasser oder etwas kühleres Wasser, je nachdem, ob ich im Winter den Raum oder das Gebäude erwärmen möchte oder die Räume im Sommer etwas abkühlen möchte. Ja, diese Decke hat den großen Vorteil, es handelt sich um eine sogenannte Röhrendecke. Sie hat Hohlkammern. In den Hohlkammern ist Luft. Luft wiederum hat in dem Moment den Vorteil, ist ein schlechter Wärmeleiter. Das heißt, nach den Berechnungsergebnissen, die wir an der RWTH Aachen hier haben machen lassen, bleiben ungefähr 5% Energie in dem Beton selbst drin. Aber 95% der Energie gehen sofort nach unten in den Raum. Es ist also eine sehr flinke Raumtemperierung. Das spürt man innerhalb von 5 bis 10 Minuten, spürt der menschliche Körper, es wird warm, also die Raumtemperatur ändert sich, es wird warm oder es wird etwas kühler. Ja, das ist die Xtherm-Decke. Einfach wie immer, aber gestatten Sie mir, einfach wie immer und trotzdem genial. Florian, du als Bautechniker kannst ein bisschen was zu den technischen Daten sagen. Genau, unsere DX-Decke, die ja bereits in den 70er Jahren auf den Markt gekommen ist, ist eine klassische Hohlplatten-Vollmontagedecke, die wir in den Stärken 20 bzw. 24 cm herstellen. Grundvoraussetzung sollte immer sein, eine 20er-Decke. Steigern sich die Ansprüche eben, haben wir die 24er-Decke noch. Dann eben mit dem integrierten Heizrohrregister als Flächenheizung. Es ist ein Aluverbundrohr, 16 x 2 mm, das wir in den Abständen 16,5 cm werkseitig verbauen. Ganz interessant ist die Heiz- und Kühlleistung, die wir eben hier aufweisen können. Und vor allem, wenn ich mal auf die Heizleistung bei 15 Kelvin Temperaturdifferenz verweisen darf, diese 70 Watt pro Quadratmeter, die können Sie sich mal gern mit anderen Konkurrenten vergleichen. Ich denke, da können wir sehr stolz drauf sein, Christoph. Da brauchen wir uns überhaupt nicht verstecken, Florian. Aber lass mal ganz kurz vielleicht die 15 Kelvin noch erklären, wie die zustande kommen. Man spricht ja immer von der Temperaturdifferenz zwischen Vorlauftemperatur und der Raumtemperatur. Jetzt nehmen wir mal an, Vorlauftemperatur sei 35 und die Raumtemperatur ist 20 Grad. So kommen also diese 15 Kelvin dann zustande. Und mit 70 Watt können wir definitiv sagen, brauchen wir uns überhaupt nicht verstecken. Weder vor der Fußbodenheizung noch vor anderen Systemen. Ich kenne eigentlich kein System, was annähernd diese Leistung bringt. Ja, und beim Kühlen, Christoph, Florian. Ganz kurz, Christoph, eben zum Heizen und Kühlen, was du jetzt gerade gesagt hast. Vor allem das Kühlen. Wir haben jetzt jahrzehntelang, du bist ja auch schon lange in der Baubranche tätig, jahrzehntelang wirklich über das Heizen gedacht. Ja, wir haben viele Gesetze mit Sicherheit auf den Weg gebracht bekommen. Und jetzt in Zukunft, wir merken es ja schon verstärkter, es haben vielleicht die letzten Sommer dazu beigetragen, aber es wird in Richtung Kühlen gedacht. Richtig. Es wird viel in Richtung Kühlen kommen in den nächsten Jahren, Jahrzehnten. Und ich denke, mit einem System, einem wasserbasierten System, sind wir hier absolut gut aufgestellt und haben ein klasse System, das wir den Kunden anbieten können. Das können wir gar nicht oft genug betonen, Florian. Ein System heizen und kühlen, je nachdem, wie man es gerne gerade hätte. Das Kühlen natürlich in Verbindung mit einer reversiblen Wärmepumpe, aber das ist ja heutzutage auch kein Showlaufen mehr. Also ich finde, das ist wirklich eine tolle Sache. Da ist die Investition wirklich überschaubar und hat dann eben den Mehrwert durchs Heizen und Kühlen eben für sein Gebäude. Ja, damit man dann auch wirklich, was diese Heiz- und Kühlwerte und auch safe sind, waren wir ja oben beim Dr. Döring an der RWTH in Aachen. Dr. Döring ist übrigens ein Mensch, der sich seit Anfang der 90er Jahre bereits, Florian, seit Anfang der 90er Jahre mit dem Thema Heizen und Kühlen über thermoaktive Bauteile beschäftigt. Also ein sehr kompetenter Mann. Es war sehr, sehr angenehm, sich mit dem zu unterhalten. Ich glaube, wir haben mal beide viel gelernt. Und er hat für uns Messungen durchführen lassen, Leistungsmessungen. Da gibt es dann auch ein Gutachten darüber. Das ist auch im Internet hinterlegt. Und dort sind diese Werte hinterlegt. Es ist also nicht so, dass wir jetzt irgendwelche Werte uns aus den Fingern raussaugen, sondern wir können ganz klar definieren, was bringt unser System unter welchen Voraussetzungen. Und ich denke, das ist ganz klar. Wir müssen ja mit verbindlichen Werten arbeiten in der Heiz- und Kühlleistungsberechnung und dafür ein regelmäßiger Test natürlich müssen natürlich dann sein. Ne?
Genau. Und wir sind ja auch so offen und ehrlich und stellen das alles im Download-Bereich unserer Internetseite zur Verfügung. Richtig. Offenheit ist uns wichtig bei dem System, weil da brauchen wir Vertrauen, das haben wir gemerkt. Wobei man jetzt sagen muss, das System wird immer bekannter, die Nachfrage erhöht sich eigentlich permanent. Also wenn ich jetzt mal sehe, wir haben die ersten 3 Monate des Jahres 2020 hinter uns und haben gegenüber 2019 wieder einen ganz tollen Zuwachs in dem Marktsegment. Gut, lass uns aber mal zum Heizen weitergehen, Florian. Heizen über die Decke, wie funktioniert denn das Ganze? Ja, gehen wir zunächst in die textliche Passage, sage ich mal, und später dann das nochmal am Bild aufzugreifen. Hier eben die Strahlung überträgt die Wärme durch elektromagnetische Wellen, treffen die Wellen auf einen festen Körper, also alle Körper, die sich im Raum befinden, das sind wir, das sind Einrichtungsgegenstände oder Fußboden, die Wandflächen, was auch immer, werden sie in Wärme umgewandelt. Die festen Körper geben die aufgenommene Energie wieder als Wärme in den Raum ab, also absorbieren, reflektieren. Soweit die textliche Passage. Ich glaube, einfacher lässt sich es erklären in der nächsten Folie mit einem Blick in diesen Wohnraum hinein. Wir haben also hier unsere DX-Termdecke verbaut, die mit einer Oberflächentemperatur von ca. 26 Grad, kann man ja ganz leicht messen mit Oberflächentemperaturenmessern heutzutage. Die Oberfläche befindet sich eben auf 26 Grad. Die Wärme begibt sich durch gleichmäßig warme Strahlen in den Raum ab, kontinuierlich in den Raum ab, trifft auf alle Gegenstände, die im Raum sind. Das sei jetzt nicht nur die baulichen Gegenstände, sondern auch wir als Mensch, sage ich mal, geben ja die Wärme dann wiederum ab und somit eine gleichbleibende Oberflächentemperatur und Raumtemperatur herzustellen. Innenwände, Fußboden, Außenwände annähernd exakt. Hier wieder das Wohlbefinden, kein Zugerschein. Ja. In den Vordergrund zu rücken, um eben dann die 20 Grad Raumlufttemperatur für den Kunden herzustellen. Also was mich da immer wieder begeistert, auch wenn ich selbst in so einem Raum, und ich war ja schon in vielen Gebäuden drin, die über eine Deckenheizung betrieben wurden, was mich immer wieder begeistert, ist diese fast gleichmäßige Temperaturverteilung an den Oberflächen. Das heißt, es ist für unseren menschlichen Körper wieder sehr, sehr angenehm. Nicht umsonst kommt mir immer dieser Begriff World Balance Feeling sehr, sehr gern in dem Zusammenhang über die Lippen. Genau, auf Deutsch sagt man ein behagliches Klima einfach oder behagliche Temperatur im Raum herzustellen, dann ist eben das Wohlbefinden absolut gegeben. Ne? Genau, genau. Und wir haben jetzt noch eine kleine Filmsequenz von einem Umbau des mit unserem Klimaprofil, zu dem wir dann später noch kommen, das vorwiegend in der Renovierung eingesetzt wird. Einen kleinen Film, wie man mal sieht, wie eigentlich so eine Deckenstrahlungsheizung funktioniert. Man sieht also, die Decke erwärmt sich jetzt, ja, und sendet dann ihre Strahlen aus und die treffen überall dort auf, wo es kühler ist. Und jetzt beginnt ein Wärmeaustausch. Denn wir wissen ja in der Physik, Wärme geht nicht nach oben, sondern Wärme geht immer zur Kälte. Das ist der ganz entscheidende Faktor. Und deswegen erfolgt auch diese gleichmäßige Bauteiloberflächenerwärmung und somit das angenehme befindliche Raumklima. Ja, soviel zur Strahlungswärme live. Ein physikalischer Grundsatz, Florian, ich habe es gerade schon erwähnt. Gerade eben hast du es ja im Endeffekt ja schon so mit eingepackt, sage ich mal, diesen physikalischen Grundsatz. Florian, ich bin meiner Zeit immer etwas voraus. Ja, genau. Das ist richtig. Aber hier können wir nochmal kurz die Folie dann gar vervollständigen. Und zwar ein Ungleichgewicht versucht immer einen Gleichgewichtszustand anzustreben. Eben deswegen die Wärme auch an die kalte Umgebung eben sich den Weg sucht. Hat auch damit zu tun, Christoph, wir werden ja oft konfrontiert mit dem Argument, bekomme ich doch einen warmen Kopf. Genau, richtig. Ja. Auch heiße Decke, warmer Kopf. Genau, richtig. Und das ist ja im Endeffekt genau der physikalische Grundsatz, warum nicht? Richtig. Die Decke selbst hat ja nur ungefähr eine Oberflächentemperatur von 26 Grad. Unser menschlicher Kopf hat 32, 33 Grad. Unser beider hat jetzt heute vielleicht gerade in dem Moment 34 Grad. Also mir konnte nur niemand erklären, wie was Kühleres, sprich die Decke mit 26 Grad, einen Kopf, der von Haus aus schon etwas wärmer ist, noch wärmer machen kann. Das funktioniert einfach nicht. Und mir ist nochmal ganz wichtig, Florian, bei dem physikalischen Grundsatz, weil ja auch immer wieder die Aussage kommt, Wärme geht doch immer nach oben. Nein, Wärme geht nicht nach oben. Es geht die warme Luft nach oben. Wärme geht immer zur Kälte.
Es geht immer Genau, zur Kälte. deswegen gibt es Ganz ja auch wichtig. Wärmebrücken und keine Kältebrücken. Genau, perfekt. Mein Mike, du bist Energieberater. Ja, du Ja. als Energieberater kannst noch ein bisschen was erzählen zu den Vorteilen der Dankeschön. Strahlungsleitung. Ja, ein Lob Okay. muss sein in der Präsentation, Florian. Dankeschön. Also, Vorteile der Strahlungsheizung, Junge. Auf geht's. Ah ja, genau, also die gleichmäßige Raumtemperierung, wie wir sie vorhin in dem Bildchen in den Raum geblickt gesehen haben, alle Oberflächen und alle in den Raum befindlichen Gegenstände eben annähernd gleich, somit ein Well-Balance-Feeling, wie es der Herr Wirth eben schon ein paar Mal ins Spiel gebracht hat. Dann keine Heizkörper oder Heizkörpernischen erforderlich. Klar, die Zeit der Heizkörper ist definitiv vorbei, denke ich mir mal. Hier gibt es effizientere und bessere Systeme, aber es gibt keine. Es sind auch immer Schwachstellen in der Außenfassade gewesen. Dann die trockene Heizungsluft wird es in unserem System nicht geben. Keine störende Zugluft-Erscheinungen, absolut wichtig. Staubaufwirbelung, Christoph. Das war ein Thema, habe ich anfangs nicht als den großen Vorteil betrachtet. Muss aber ehrlich sagen, bei vielen Kundschaft oder bei vielen Interessenten ist das ein Thema. Die vorhandene Staubaufwirbelung. Dann natürliches Heizen nach Vorbild der Sonne. Da sind wir jetzt noch gar nicht drauf eingegangen bei unserer Erklärung, Christoph, glaube ich. Richtig. Die Strahlungsheizung, die wir eben, oder die Funktion der Strahlungsheizung ist eben genau an der Sonne angelehnt. Wenn wir rausgehen, heute bei uns scheint zumindest gerade die Sonne, stell mich draußen in die Sonne, ich werde direkt bestrahlt von der Sonne, die Oberfläche erwärmt sich. Mein Pullover, Hose, alles wird warm. Und mache ich aber einen Schritt zur Seite in den Schatten, spüre ich diese Wärme nicht mehr, obwohl die genau dieselbe Umgebung eigentlich herrscht, außer dass Genau. ich halt nicht von der Sonne angestrahlt werde und eben die direkte Bestrahlung nicht erfahre, die direkte Wärmeauftreiben. Die Sonne, Florian, du weißt, ist ein toller Himmelskörper. Sie hat nur einen Nachteil, wenn es richtig Sommer ist. Da brauchen wir unser System dann zum Kühlen. Also wenn es richtig Sommer ist, können wir die Sonne nicht regulieren. Ja, aber Unsere Räume selbst können wir durch Einzelraumregelung wunderbar den jeweiligen individuellen Bedürfnissen anpassen. genau. Dann eben, wie ein paar Mal schon erwähnt, ganz wichtig, eben Heizen und Kühlen mit nur einem System. Die hohe Leistung sollte man nicht außer Acht lassen. Dann kommen wir wieder zum Thema geringer Energieverbrauch und das effiziente Gesamtsystem. Richtig. Und das effiziente Gesamtsystem, ich nehme das jetzt vielleicht ein bisschen vorweg, weil das ein Steckenpferd von mir ist, diese beiden Worte, der hydraulische Abgleich. Werte Webinarzuhörer, ohne hydraulischen Abgleich funktioniert kein Flächenheizkühlsystem, sei es jetzt Fußbodenheizung, sei es jetzt Wandheizung, sei es jetzt Deckenheizung. Wenn wir eine Decke verkaufen, sei es jetzt zum Heizen oder noch besser zum Heizen und Kühlen, ist für uns immer Bedingung, dass wir sowohl die Heizkühlastberechnung wie auch den hydraulischen Abgleich mitmachen, um dann wirklich zu garantieren, dass das System funktioniert und somit wiederum, damit sich der Kreis schließt, der Energieverbrauch enorm reduziert wird. Eben. Habe ich das jetzt richtig gesagt, Florian? Richtig, Christoph. Es soll einfach das Perfekt. Know-how, das wir uns hier angesammelt haben, wollen wir ja auch komplett an den Kunden rüberbringen. Und wenn wir die Auslegung, die Berechnung eben in unserer Hand haben, dann ist es genau da, wo es hin muss halt, ne? Genau, du kennst ja die Philosophie von Dennert. Wir sind nicht nur ein Hersteller von irgendwelchen Produkten, sondern für uns ist der eine Part, sprich Produkt, das eine Thema, der ist wichtig. Aber genauso wichtig ist der dazugehörige Part des Services. Und da bieten wir gerade im Decken Heizkühlbereich, denke ich, einen tollen Service an, den man sonst am Markt, meines Wissens zumindest, nach meiner Erfahrung zumindest, in der Qualität nicht bekommt. Aber da kommen wir später noch dazu. Florian, konventionelles Heizsystem. Ja, ich habe es ja gerade schon mal in den Vorteilen angesprochen, diese nicht vorhandenen Heizkörpernischen und so weiter. Hier sind wir bei den Radiatoren. Die Funktionsweise sollte jedem geläufig sein, denke ich mir mal. Hier entsteht eine Luftverwirbelung. Die warme Luft wird vom Heizkörper nach oben getrieben, an der Decke entlang, kühlt sich wieder ab, fällt an den Boden und somit beginnt der Kreislauf von neuem. Wir haben eine Staubaufwirbelung. Wir haben einfach ein System, das nicht mehr up to date ist. Aber die Richtig. Funktionsweise eben genau wie das Bildchen hier darstellt, sich so einfindet. Das ist eben der große Unterschied zur Deckenstrahlungsheizung. Hier wird die Luft erwärmt, bewegt und erzeugt letztendlich unangenehmes Genau. Behaglichkeitsgefühl. Und bei uns, bei der Deckenheizung, funktioniert es über Strahlen. Das heißt, die Luft interessiert in dem Moment überhaupt nicht. So, jetzt kommen wir zur Fußbodenheizung, Florian. Ja.
denke, das ist für jeden ein System, das geläufig ist. Wir haben im Fußboden eben das Heizregister verlegt, haben natürlich zunächst mal eine Durchdringung zu schaffen beim Anwärmen, sage ich mal, oder beim Hochfahren der Heizung. Das heißt, es erwärmt sich erstmal nur die, oder es wird erstmal nur der weitere Aufbau des Fußbodens erwärmt, um dann direkt an den Raum zu kommen. Aber was viel entscheidender ist noch, die Fläche im Raum wird, wir sagen immer so circa 25%, Christoph, ja, noch vermindert eben durch Teppiche, durch Sofa, durch Schränke, durch was auch immer, was da rumsteht. Das heißt, 100% der Leistung, die wir ja verlegt haben, können wir nie abschöpfen, im Gegensatz zur Decke. Das heißt aber, wenn ich nur 75% der Fläche zur Verfügung habe, um einfach den Raum zu erwärmen, dann muss ich für diese 75% logischerweise mehr Energie zur Verfügung stellen, weil ich muss eine höhere Leistung bringen, um die 100% wieder auszugleichen. Ganz klar, irgendwo muss es ja herkommen dann. Richtig. So, Fußbodenheizung, Florian, dann haben wir jetzt die Wandheizung. Ja, Wandheizung von der Funktionsweise her, Christoph, ja, wie unsere Deckenheizung. Und auch wir sind ja auch wir verbauen bei Bedarf Wandheizung in unseren Fertigteilwänden. Und ich sage mal so, gezielt eingesetzt, ein absolut gutes Mittel, um weitere Behaglichkeit, um ein angenehmes Gefühl, zum Beispiel in den Bädern, Christoph, unser Klassiker, sage ich immer, hier nochmal herzustellen, in der Duschnische oder wo es der Kunde auch sonst wünscht, da noch eine zusätzliche Wandheizung verbaut, finde ich ein gutes und probates Mittel. Haben wir ja schon mehrmals gemacht und haben auch gute Lösungen dafür. Kommen wir noch dazu, Florian. Kommen wir auch gleich noch dazu, richtig. Richtig. So, jetzt gehen wir noch zur Deckenheizung. Ja, in mehreren Folien vorhin ja schon erklärt, wir nutzen hier die größte Nettofläche eben, um den Raum zu temperieren, arbeiten mit diesen warmen Wellen, diesen warmen Strahlen, die in den Raum eintreffen, auf die Oberflächen, auf uns selbst und so, wie die Sonne eben funktioniert, den Raum zu erwärmen auf die gewünschte Temperatur. Einzelraumregelungen möglich oder grundsätzlich vorausgesetzt Einzelraumregelungen möglich. Ich denke mal, dafür haben wir ja jetzt die vielen Folien vorher schon genutzt, um das verständlich zu machen. Ja. Die Einzelraumregelung ist ja auch nötig, vor allem im Wohnungsbau, weil die NF ja vorgibt, dass jeder Raum unabhängig von dem anderen Raum individuell zu regeln ist. Das ist ganz wichtig und das schaffen wir ja mit unserer Decke, ist ja überhaupt kein Thema. Richtig. Ja, so, jetzt haben wir das Heizen, Florian, und jetzt kommen wir zum Thema Kühlen. Kühlen, passives Kühlen. Also ich möchte gleich vorausschicken, wenn wir über Kühlen sprechen, dann sprechen wir nicht über eine AC, über eine Air Condition. Nein. Dafür ist die Decke überhaupt nicht geeignet, überhaupt nicht gedacht und damit wollen wir auch überhaupt nichts zu tun haben, weil eine AC nicht unbedingt das Behaglichkeitsempfinden des Menschen fördert, sondern ganz im Gegenteil eigentlich stört. Was wir anbieten und das seit Jahren erfolgreich und ich habe es vorhin schon gesagt, nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, nein, wir waren auch außerhalb, weit außerhalb unserer Staatsgrenzen in den warmen Ländern, um dort eine Decke zu liefern, die auch kühlt. Ja, das temperierte Kühlen über die Decke, wie funktioniert das? Es funktioniert eigentlich genauso wie das Heizen, nur die Funktion ist eine andere. Wir schicken nicht lauwarmes Wasser durch, sondern wir schicken etwas kühleres Wasser durch das Rohrnetz. Es ist meistens so ein 18 Grad kaltes, warmes Wasser, kann man nennen, wie man es möchte. Lau, ja. Laukalt. Genau, genau. Und dieses Wasser zirkuliert in dem Rohrnetz und nimmt dann die Wärme aus dem Raum, von den Bauteilen, von den Menschen, alles, was sich im Raum bewegt, was Wärme abgibt, nimmt die Decke über die Fläche auf und führt sie letztendlich ab. Wir sprechen von passivem Kühlen. Florian, jetzt kommt ein Chart über die Temperaturverteilung. Da kannst du vielleicht ein bisschen was sagen dazu. Richtig. Schau mal in den ähnlichen Raum wie vorhin. Wir haben eben die DNRT Externdecke hier eingesetzt, jetzt für den Kühlfall eben. Haben nach vorheriger Berechnung die Decke ausgelegt, haben eine Oberflächentemperatur an der Decke vorgefunden von 18 bis 20 Grad. Der Raum hat natürlich durch die große Aufglasung hier oder durch uns Menschen im Raum eine Wärme, die dort abgeführt werden muss, wie es der Herr Wirt eben gerade erklärt hat. Die im Raum befindliche Luft, Temperatur, hohe Temperatur, wird über die Decke abgeführt. Wir sprechen hier von circa 5 Grad Temperaturabsenkung, die wir eben so erzielen können und haben dann eine Raumlufttemperatur von ca. 25 Grad, je nachdem, wie man es sich halt
wünscht, eben einzustellen. Und das Ganze zugluft- und geräuschfrei für den Sommer. Das heißt, eine AC, eine Air Condition, die ja ständig mit Luftverwirbelung, die ständig mit Geräuschen arbeitet, hier eben nicht der Fall. Und wir können auch behaupten, Christoph, ein jedes Grad, das sich einem Raum entziehen kann, ist wirklich spürbar für den menschlichen Körper und auch sofort spürbar. Richtig. Definitiv diese minus 5 Grad, die wir die Raumtemperatur absenken, hört sich vielleicht relativ wenig an für die Zuhörer. Ich kann aber versichern, es ist sehr, sehr angenehm und für unseren menschlichen Körper einfach eine Wohltat. Wenn jemand mal zufällig jemand von uns aus unserer Technik kennt, fragen Sie die Leute, die möchten aus den Räumen dort oben, die wir Ihnen installiert haben im letzten Jahr im Sommer, gar nicht mehr raus. Und vor allem, die Leistungsfähigkeit steigt nicht unerheblich. Ja, die Faktoren für den Kühlleistungsbedarf, Florian, ich denke, die Bauweise ist ein Thema, das Außenklima ist ein Thema. Natürlich die internen Wärmelasten, sprich Personen, Beleuchtung, Geräte. Wenn ich mal davon ausgehe, eine Person, einen PC und einen Drucker, sie haben ungefähr locker 500 Watt und die müssen ja aus den Räumen raus. Und sowas über eine Decke zu temperieren, ist wirklich sehr angenehm und erhöht natürlich, wie ich vorhin schon mal sagte, die Leistungsbereitschaft. Neben den internen Wärmelasten gibt es natürlich auch externe Wärmelasten. Das sind solare Einträge, vor allem Transmissionswärme. Florian, ich denke da nur an die großen Parallelschiebekipptüren. In welche Himmelsrichtung gehen die raus? In der Regel immer Richtung Süden, wie bei mir zu Hause auch. Da will man sie haben. Und wo kommt dann die größte Wärme rein? Natürlich da, wo auch die großen Schiebeelemente sind. Ne? Und umso wichtiger ist es, dass man auch die Anforderungen an das Raumklima mit dem Nutzer abstimmt, um dann daraufhin auch eine Kühlersberechnung und letztendlich den hydraulischen Abgleich vornimmt, mit dem Endergebnis, dass sich der Nutzer wirklich sehr, sehr angenehm und wohlfühlt. Also Sie sehen oder Sie hören es vielleicht auch, mir ist immer wichtig, nicht nur Produkt. Produkt ist die eine Seite, sicherlich muss das passen, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Aber zum Produkt dazu muss diese Berechnungsart hinterlegt werden und passen. Und ich muss leider sagen, im Markt, ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig, im Markt ist, was gerade dieses milde, temperierte Kühlen anbelangt, sehr wenig Erfahrung da, eigentlich mehr Angst. Ich würde sagen, es fehlt Kompetenz. Und bei Dennert, dafür stehen wir mit unserem guten Namen, ist diese Kompetenz vorhanden. Das können wir wirklich sagen, aufgrund von mittlerweile über 15 Jahren Erfahrung mit thermoaktiven Bauteilen. Ja, und damit Sie sehen, damit wir nicht nur von irgendwas reden, wir hatten einen Kunden, der hat von uns eine thermoaktive Decke. Wir sehen dann, glaube ich, auch noch ein paar Bilder von ihm. Und im letzten Jahr hat er mir eine schöne, über WhatsApp ein schönes Bild geschickt. Er hat eine Außentemperatur von 33 Grad im Sommer und eine Raumtemperatur von 25 Grad. Er hat beide Daumen hoch und hat gelächelt. Also mehr kann man eigentlich nicht verlangen. Ich habe ihn das vor kurzem wieder getroffen. Er hat gesagt, das war seine beste Entscheidung, die Decke installiert zu haben. Florian, Anforderungen an ein Heizkühlsystem. Du bist Energieberater, fass mal zusammen. Natürlich. Der geringe Energiebedarf bzw. hohe Effizienz, möglichst hinten wenig raus, vorne hinten wenig rein, möglichst viel vorne rausbringen. Das ist eben die Anforderung, die wir zu erfüllen haben. Dann die Behaglichkeit und die möglichst keine Zugerscheinungen. Die Zugerscheinungen entfallen ja in unserem System komplett. Bedarfsgerechte Lösungen für jahreszeitliche und nutzerbedingte Anforderungen. Ich denke mal, auch hier ist der Nutzer irgendwo in den Vordergrund zu stellen. Die Einzelraumsteuerung absolut zu erwähnen. Ressourcenschonung, Christoph. Auch dahin müssen wir alle denken, die im Bau oder im sonstigen Nebengewerke vom Bau irgendwo tätig sind. Ressourcenknappheit, großes Thema, wird uns alle beschäftigen. Nachhaltigkeit, richtig. Und eben, jetzt kommt es wieder, ein System fürs Heizen und fürs Kühlen. Und ich wiederhole mich vielleicht, aber das Kühlen wird uns in Zukunft stärker beschäftigen. Richtig. Ja, und jetzt kommen wir mal zu unserem Objekt außerhalb von Europa, Florian. Ich glaube, du weißt, wovon ich spreche, weil wir beide ja das Vergnügen hatten, dort mehrmals aufzuschlagen. Und ich glaube, wir haben ganz gute Arbeit geleistet. Also, wir hatten ein Objekt in Dubai. Es kam ein Scheich auf uns zu, wie immer, der uns geordert hat. Keiner weiß es.
Es hieß, dort sind am Donnerstag sind Tickets in München hinterlegt am Flughafen. Ihr seid um Mitternacht in Dubai. Ihr werdet dort abgeholt und früh am Morgen um 10 Uhr seid ihr in Al Bara Group im Büro beim Scheich Salem und erklärt ihm, wie das Ganze funktioniert mit eurer Decke. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wir waren 3 oder 4 Mal unten in Dubai. Ergebnis, nennen wir das Ergebnis. Das ist eine der beiden Villen, die wir mit den Decken ausgestattet haben. Wir haben lange mit dem Scheich gehadert. Er wollte unbedingt eine Raumtemperatur von 20 Grad garantiert haben. Wir haben gesagt, bis 25, 26 Grad trauen wir es uns zu. Fakt ist, in den letzten 4 Jahren läuft die Decke bei 50 Grad, plus 50 Grad Außentemperatur, klar, plus 50 Grad, läuft die Decke innen und bringt eine Raumtemperatur von 22 Grad her. Ja, also ja. Ich denke, so viel wie bei den Objekten in Sachen Kühlen konnte man gar nicht lernen. Das war ein Wahnsinn, wie uns dieses Bauvorhaben vorwärts gebracht hat. Und wenn wir es in Dubai schaffen, Florian, ich denke, dann ist überhaupt keine Diskussion, dass wir es für unsere Breitengrade schaffen. Und, war ein schönes Abenteuer, Herr Christoph, und wir haben wirklich ja viel mitgenommen und viel gelernt und wissen richtig. Eben, was unsere Decke imstande ist zu leisten. Richtig. Ja, und ein weiteres Objekt ist in Sabsche. Sabsche liegt in Polen zwischen Krakau und Katowice. Dort wurde dieses Mehrfamilienhaus erstellt mit unserer DX-Termdecke, auch zum Heizen und Kühlen. Sie sehen, also es geht sowohl bei Einfamilienhäusern, bei Kindergärten, bei Bürogebäuden oder letztendlich auch bei Mehrfamilienhäusern und noch größeren Gebäuden. Sprechen Sie uns an. Je früher Sie auf uns zukommen, desto mehr können wir für den Bauherrn Gutes tun. So, jetzt haben wir mal gezeigt, welche Bauvorhaben wir machen. Florian, jetzt gehen wir mal ins System rein. Wie wird denn die Decke eigentlich produziert? Ja, du bist dran. Genau, wir blicken hier eben in einen unserer Schalttische, unsere Schalttafel hinein. Wir sehen hier die roten Leitungen mit diesen kleinen weißen Styroporkörperchen. Das zeigt eigentlich ganz schön, dass wir mit einer Decke, die wir ja über mehrere Räume spannen, über mehrere einzelnen Heizkreise uns sozusagen mit der Decke spannen und hier eben jeden Raum für sich mit einzelnen Heizkreisen anfangen können. Das heißt, wir haben einen Vor- und einen Rücklauf in jeden Raum. Sieht man hier ganz schön, die nächste Bild zeigt es noch ein bisschen deutlicher. Genau hier ist eben der Verdrängungskörper sozusagen in der Schalung nochmal schön sichtbar. Hier führt das Aluverbundrohr ein, ist geschützt während des Produktionsvorgangs und kommt auch geschützt an die Baustelle. So liegt die Platte dann am Lager. Man sieht jetzt hier schön die beiden rot eingefärbten Styroporkörper. Und diese Styroporkörper, Florian, die sind ja perforiert und auf der Baustelle erst im Zuge des Innenausbaus, das ist ja der große Vorteil, im Zuge des Innenausbaus kann der Installateur den Styroporkörper öffnen. Er schaut der Anschluss raus, er geht mit einem Pressfitting oder Steckfitting auf das Rohr drauf und geht dann zum Verteiler, um Vor- und Rücklauf anzuschließen. Er findet ein vertrautes System auf jeden Fall in unserer Decke. Richtig. Die nächste Folie dann zeigt eben, wo nochmal das Rohrsystem angezeigt wird. Eben hier ein deutsches Fabrikat, Christoph, war uns ja ganz wichtig, höchste Qualität irgendwo zu gewährleisten. Und ich denke mal, jeder Heizungsinstallateur kennt diese Aluverbundrohre und weiß damit umzugehen. Richtig. Und wichtig ist ein deutsches Fabrikat. Ein deutsches Fabrikat. Ein Aluverbundrohr, das sind eigentlich die zwei wichtigsten Aspekte, damit wir hier unserem Kunden auch wirklich Sicherheit geben können, was das Rohrnetz anbelangt. So, jetzt haben wir was zum Rohr gesagt. Jetzt gehen wir mal zum Klimaprofil, Florian. Es gibt ja immer wieder die Anforderung, dass leider nicht überall eine Betondecke eingebaut werden kann. Ich denke jetzt an einen Dachstuhl. Oder ich denke an einem Holzbalkendach, ich denke an eine Restaurierung von einem Gebäude. Überall dort haben wir eine Alternativlösung. Das heißt, wir bieten dann ein sogenanntes Klimaprofil an. Es ist ein Blechprofil mit einer Hohlkehle. In dieses Blechprofil wird dann dieses Rohr, das wir eigentlich auch in die Decke einbauen, also das gleiche Rohr, integriert. Das Blechprofil wird befestigt, das Rohr wird integriert. Und es wird mit der Gipskartonplatte versehen und die Decke ist fertig und kann genauso heizen und kühlen. Du sprichst immer zwar bloß von der Decke, aber ich denke, im nächsten Bild sieht man es dann auch. Genau. Das wollte ich dir jetzt überlegen.
Wir haben es hier intelligent eingesetzt, eben was wir vorhin bei den einzelnen Heizsystemen oder Medien schon angesprochen haben, eben hier clever installiert als Wandheizung in der Duschnische oder eben hier ist, glaube ich, die Badewanne davor gewesen, vor dem linken Bild. Links die Badewanne, rechts war die Duschnische. Genau, links die Badewanne vor. Hier nochmal intelligent zusätzlich zu unserer DX-Timedecke verbaut als Wandheizung. Absolut probates Mittel und einfaches System, das der Bauherr selbst installieren kann. Richtig, wir haben ihn ja unterstützt, du siehst es. Auch ich bin mal vom Schreibtisch aufgestanden, habe ihn unterstützt. Aber es ist wirklich einfach. Das ist ein typisches Do-it-yourself-Produkt. Richtig, ja, und das neben, ist, neben, ja. Der, neben der, dem Badezimmer, wo wir das Ganze als ergänzende Wandheizung installiert haben, kommen wir mal zu unserem Umbau in Schlüsselfeld in unserem Bürogebäude für unsere Technik. Hier sieht man mal das Klimaprofil angebracht. Man sieht dann die integrierten Rohre, die da drin sind. Und dann wird das Ganze einfach nur verkleidet mit einer Gipskartonplatte. Und man schließt an am Verteiler vor Rücklauf. Ja, nichts anders als wie bei der Betondecke auch. Genau. Ja, und damit man mal sieht, wie man da vorgeht. Ich erinnere mich an das Jahr 2013 im März. Wir hatten eine Veranstaltung in Leipzig. Dort habe ich eine TKA-Ingenieurin kennengelernt. Die kam extra, hat sie mir hinterher erzählt, extra zu dem Thema Kühlen, Raumtemperierung. Warum? Sie hatte am St. Elisabeth Krankenhaus in Leipzig, glaube, wurde ein Anbau gemacht, ein größerer Anbau. Und man so hat dann ein System gesucht, mit dem er sowohl heizen wie kühlen kann. Na gut, was haben wir gemacht? Sie hat uns um einen Termin gebeten. Wir sind natürlich gekommen. Ich habe hier mal den Grundriss, einen der Grundrisse aufgezeigt. Und in der Mitte sehen Sie einen roten Strich. Wir haben also das Gebäude in zwei Zonen, nämlich in eine West- und Ostzone, zerlegt, eingeteilt. Um diese beiden Zonen unabhängig voneinander zu bedienen. Ich gehe mal auf die nächste Folie, um das dann noch ein bisschen zu erläutern. Wir haben eine Heiz- und Kühllastermittlung gemacht, nachdem uns diese TGA-Ingenieurin gesagt hat, was sie denn für Raumtemperatur wünscht. Wichtig war, bringen wir es hin mit unserem System oder nicht? Also es hat funktioniert. Wir haben hier eine Vorabhydraulik gemacht. Warum? Die Frau wollte unbedingt die erforderliche Wassermenge wissen für die einzelnen Kreise, weil das St. Elisabeth Krankenhaus einen eigenen Brunnen hat. Und man wollte das erforderliche Wasser wollte man aus diesem Brunnen nehmen. Also haben wir hier gemacht, hat wunderbar funktioniert. Die haben also festgestellt, sie können die Wassermenge aus dem Brunnen herausholen. Wir haben dann natürlich die Abstände der Profile noch berechnet. Wir haben hier dann einen objektbezogenen Ausschreibungstext erstellt. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Anbau wurde 2015 oder 16 meines Wissens in Betrieb genommen. Funktioniert heute nach wie vor brillant. Im Osten wird oft gekühlt, im Westen wird geheizt oder umgekehrt, je nachdem, wie es die Temperaturen zulassen. Genau. Ja, Florian, Servicepaket von Dennett. Ich habe vorhin schon davon gesprochen, dass wir nicht nur Produkte anbieten und verkaufen, sondern zu den Produkten den Service eigentlich anbieten, der aus meiner Sicht gerade in dem Bereich Heizen und noch viel mehr in dem Bereich Kühlen unabdingbar ist. Absolut, und da sind wir ja wirklich stolz drauf, dass unsere Dienstleistung in den letzten Jahren gewachsen ist, die man einfach unsere Kunden noch zusätzlich mitgeben will. Zum einen eben die Heizlastberechnung nach DIN, ganz wichtig. Wir stellen hier nicht nur eine einfache Heizungsrohrnetzberechnung, sondern die Heizlastberechnung nach DIN. Dann Entschuldigung, Florian, wenn ich dich unterbreche, mir konnte heute übrigens noch keiner erklären, was eine Heizungsrohrnetzberechnung ist. Also verstehe ich ja nicht. Hört sich auch nicht gut an. Wir machen eine Heizlastberechnung nach DIN und damit passt da, muss man sagen. Richtig, genau, wie es auch gehört. Dann eben die Kühllastberechnung. Ich denke mal, mehr und mehr werden zum Richtung Kühlen gedacht auch. Der hydraulische Abgleich, ganz wichtig. Das ist das, was eben der Heizungsbauer, der draußen die Anschlüsse vornimmt, zur Hand bekommt. Und da einfach genau, wie die Decke funktionieren soll, das ganze System auf den Weg bringt. Dann natürlich ein Anschlusspaket, falls gewünscht noch, von Decke zu Verteiler mit Pressfittings und gewisses Rohrabmessungen.
Rohrpaket, du? Dieses Rohrpaket, ja, genau richtig. Das sind die vier Dienstleistungen, die wir gerne den Kunden noch mit anbieten. Nicht nur anbieten, ich empfehle es eigentlich regelrecht. Ja, genau. Ja, und ich habe mal eine Folie mit eingebaut, Florian, damit die Zuhörer sehen, was wir unter hydraulischen Abgleich verstehen. Also das ist eine Tabelle, die ganz einfach zu lesen ist. Letztendlich kommt es auf zwei, drei Spalten an. Dort steht drin, wie viel Kreise hat ein Raum, wie viel Liter Wasser muss pro Minute durch den Kreis durchgeschleust werden, damit er auch wirklich die erforderliche Leistung bringt, und welchen Druck muss die Pumpe dafür vorsehen. Alles andere braucht man gar nicht so genau wissen, das sind die drei Teile. Wenn ein Installateur diese drei Spalten von uns übernimmt, das entsprechend am Verteiler einstellt, dann wird es wunderbar funktionieren. Genau, genau dieser hydraulische Abgleich ist ja leider wahrscheinlich allzu oft wird er vernachlässigt, Christoph, wie wir wissen. Also Experten behaupten ja, Florian, wenn der hydraulische Abgleich sach- und fachgerecht ermittelt wird und auch eingestellt wird, dann wird sich da nochmal eine nicht unerhebliche Effizienz der Anlage steigern. Da wollte ich drauf raus, eben genau darauf hin. Ja, Christoph. Genau. Ja, genau. Also die hydraulische Berechnung. Ich hoffe, wir haben jetzt nochmal vermittelt, wie wichtig die uns auch ist. Und wir kommen so langsam, Florian. Ich denke zum Schluss, wir haben noch zwei Folien. Wir wollen nochmal darauf hinweisen, dass wir eigentlich eine Dennert-Therm-Familie haben. Wir haben, Florian, die DX-Therm-Decke. Wir haben aber das gleiche als Spannbetondecke. Wir haben unser Klimaprofil. Und als Ergänzung bieten wir in Badezimmern, in Duschen auch noch in irgendeiner Form ein Stück Wandheizung mit an, sodass man wirklich sagen kann, wir haben ein rundes Paket, haben das Service-Paket dazu, also Kompetenz pur. Genau, das jahrelange Know-how ja nicht zu vergessen, Christoph, inzwischen, ja? Richtig, genau. Und das Heizen und Kühlen mit nur einem System. Liebe Webinarhörer, die Zeit ist verflogen wie im Flug. Wir kommen oder sind bei der letzten Folie. Sie sehen es, wir sagen schon vielen Dank für Ihre Teilnahme. Ich würde jetzt gern den Chat eröffnen, damit Sie Fragen stellen können. Sobald Sie stellen, sobald was reinkommt. Ah ja, also eine Frage kommt jetzt gerade, ich lese vor. Mit welcher Anlagentechnik kann die Wärme- und Kühlfunktion idealerweise kombiniert werden? Da gibt es eigentlich nur eine und das ist die Wärmepumpe. Wenn man kühlen möchte, dann bitte in Verbindung mit einer reversiblen Wärmepumpe. Ja, die nächste Frage bitte. Okay, bis jetzt ist Entschuldigung, keine weitere Frage da. Okay, kommt offensichtlich keine weitere Frage. Dann würde ich gerne noch zwei Sachen loswerden. Zum einen können Sie gerne den Feedback-Fragebogen ausfüllen. Es wäre nett, wenn Sie uns ein Feedback geben würden, damit wir uns einfach auch dazulernen können, sei es jetzt positiv oder weniger positiv. Teilen Sie uns mit, wie Sie es empfunden haben. Lassen Sie uns das einfach wissen. Wenn Sie eine Frage haben, schreiben Sie es einfach noch drauf. Wir werden sie Ihnen beantworten. Wenn Sie die Webinar-Unterlagen, diese Präsentation bekommen möchten, vermerken Sie es bitte auch auf dem Feedback-Fragebogen. Dann werden wir Ihnen diese gerne als PDF zur Verfügung stellen. So, Flori, ich glaube, wir haben uns vorgestellt, jetzt dürfen wir uns wieder verabschieden. Ja, leider viel zu kurz, wie du ja auch schon gesagt hast. Die Zeit ging wie im Flug vorbei, ne? Ja, für uns ging das, also für mich ging das rasend schnell. Wir haben stolze 50 Minuten gebraucht. So lange wollten wir eigentlich gar nicht nehmen, aber das Thema ist einfach fesseln. Das muss man so festhalten, das ist einfach fesseln und das wird uns sicherlich noch eine gewisse Zeit lang auch begleiten. Nichtsdestotrotz, lieber Webinar-Teilnehmer, herzlichen Dank, dass Sie die Geduld aufgebracht haben, uns zuzuhören. Ich hoffe, es war informativ für Sie.
Von meiner Seite sage ich vielen Dank. Wir sehen uns mit Sicherheit irgendwann irgendwo wieder, weil auch die Bauwelt ist ein Sandkasten und da trifft man sich mehrmals. Vielen Dank, Flori, du bist dran und verabschiedest dich noch. Jawohl, auch von meiner Seite aus vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich darf nochmal die Gelegenheit kurz nutzen und auf die weiteren Webinare, die wir ja im gesamten Jahr 2020 durchführen werden, verweisen. Also entweder Social Media auf unserer Facebook-Seite eben ersichtlich, über die Newsletter persönlich eingeladen oder auf der Internetseite. Informieren Sie sich, wäre schön, wenn Sie weiterhin am Ball bleiben, was die Firma Dennert zu bieten hat. Ich sage danke für die Teilnahme, für die rege Teilnahme auch und freue mich aufs nächste Mal. Dankeschön. Tschüss, machen Sie es gut. Tschüss. Hallo?